wo steckst du denn? Ich bin auf dem Weg zur Landebahn. Da ist was passiert. Okay, New York, bitte kommen. Wir haben bestimmte Vermutungen. Ich wiederhole, wir haben bestimmte Vermutungen, dass der Passagier, D.O. Guerrero, er sitzt auf Platz 23a, mit einem Explosivkörper in seinem Aktenkoffer die Maschine bestiegen hat. Guerrero, hören Sie mir zu. Hören Sie mir bitte zu. Im Flughafen weiß man genau über Sie Bescheid. Die Versicherung, die Sie abgeschlossen haben, ist für ungültig erklärt worden. Festhalten, der Mann hat eine Bombe! Verehrte Zuschauer, lassen Sie mich plus minus heute mit einem Tipp beginnen, mit einem Tipp, der sich an alle Mütter wendet, die 81 Jahre und älter sind oder die noch heuer 81 Jahre alt werden. Der bevorstehende 1. Oktober ist ein wichtiger Stichtag. Von diesem Tag an erhalten auch Mütter der Jahrgänge 1906 und früher Geld dafür, dass sie Kinder geboren haben. Bis jetzt wird das Babyjahr ja nur Müttern der Jahrgänge 1921 und später angerechnet. Die Trümmerfrauen jedoch, die es nach dem Krieg am schwersten hatten, oft ohne Mann ihre Kinder aufzuziehen, gingen leer aus. Nun werden aber nach und nach auch diese älteren Jahrgänge Geld dafür erhalten, dass sie Kinder aufgezogen haben. 27,20 Mark sind es im Monat. 27,20 Mark für jedes lebend geborene Kind. Zuerst kommen die Jahrgänge 1906 und früher an die Reihe. Ab Oktober 88 dann die Jahrgänge 1907 bis 1911. Ab Oktober 89 die Jahrgänge 1912 bis 1916. Und ab Oktober 90 die Jahrgänge 1917 bis 1920. Wichtig ist, anders als bei den jüngeren Müttern, spielt es bei den Trümmerfrauen keine Rolle, ob sie je rentenversichert waren oder nicht und ob sich das Babyjahr mit irgendwelchen eigenen Versicherungszeiten überschneidet. Sie erhalten ihr Geld in jedem Falle und ungekürzt. Freilich, Voraussetzung dafür, dass das Geld gezahlt werden kann, ist ein Antrag. Diejenigen Frauen, die eine Rente beziehen, bekamen die Formulare automatisch zugeschickt. Die anderen aber, die keine Rente beziehen, müssen sich selber um die Anträge bemühen. Denn sie sind ja im Computer der Versicherungsanstalten nicht registriert. Deshalb unser Tipp: Für die Mütter der Jahrgänge 1906 und früher verschenken Sie kein Geld. Gehen Sie entweder zu einer Beratungsstelle der Versicherungsanstalten BFA und LVA oder, noch einfacher, gehen Sie zum Versicherungsamt Ihrer Gemeindeverwaltung. Dort hilft man Ihnen auf jeden Fall weiter, damit Sie zu Ihrem wohlverdienten Geld kommen. Notfalls hilft sicher auch ein freundlicher Nachbar weiter. Verehrte Zuschauer, morgen wird es genau ein Jahr her sein, dass eine Nachricht durch Deutschland ging, die eigentlich jeden rechtschaffenen Bürger an seinem Verstand zweifeln ließ. Erinnern Sie sich noch? Damals verkauften die Gewerkschaften ihren Wohnungsbau.